Junge, wenn nachher Hacken hoch ist, machst du auch Hacken hoch, ne? Von der Batsche-Trikot ist sehr international hier. Gut, springen kann der Bayern-Fan, das ist gut. Wer am Tor vorbei, schießt nach außen, 5 Liegestützen, kurz ärgern, Ball holen, anstellen, nächstes Mal besser machen. Von los! Stark, beide! Abschluss! Zug, 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 außenrum! Schön geguckt! Bisschen Schmackes, ne? Das ist Toni Kroos-Modus! Deiner, Jason, deiner! Ja, schön! Das hier ist das Chefreporterbüro Sport beim Weserkurier. Hier geht es normalerweise um großen Fußball, um Werder, auch um Eishockey. Das lassen wir jetzt aber alles mal für ein paar Wochen liegen und gehen raus an die Basis, gehen raus zur Fußballjugend, zum SC Block Diek in dem Falle. Wir haben in der Jugendserie hier beim BK gesehen, dass die Vereine große Probleme haben, genügend Ehrenamtliche zu finden, genügend Jugendtrainer zu finden. Wir wollen uns anschauen, was da los ist. Da lauern bestimmt ganz viele spannende Geschichten, die man gut erzählen kann. Warum der SC Block Diek? Das ist ein Verein im Osten von Bremen, ein kleiner Verein, wo mit viel Leidenschaft gearbeitet wird, der aber auch ein großes Problem hat. Und das sehen wir hier schon direkt auf der Homepage des Vereins. Kinder 2016 geboren und jünger können erst nach den Sommerferien wiederkommen. Es gibt viel zu viele Kinder, die noch Fußball spielen wollen. Und Trainer und Übungsleiter gesucht. Es fehlen Leute, die sich engagieren und die an der Basis mit anpacken. Und genau das werden wir machen. Also, wie ihr seht, haben wir schon mal richtig Glück mit dem Wetter. Ich war die letzten Wochen ja schon ein paar Mal hier. Es hat immer nur geregnet. Das heißt, der liebe Gott ist mit euch, dass wir heute ein vernünftiges Training hier hinkriegen. Die Kamera läuft die nächsten Tage, die nächsten Wochen immer so ein bisschen mit. Tut mir einen Gefallen, ignoriert das einfach. Wir sind jetzt ein paar Wochen zu Gast hier beim SC Block Diek und wollen zeigen, was im Fußball an der Basis los ist. Und ihr seid die Mannschaft, die wir begleiten werden dabei. Wir werden nachher auch noch eine Torschussübung machen, damit jeder sich richtig schön den Frust des Tages von der Seele ballern kann und ein paar Torerfolge feiern kann. Frage vorweg, ist irgendjemand hier Fan von Werder Bremen? HSV? Bayern? Du läufst eine Runde extra gleich, das sage ich dir jetzt schon mal direkt. Ignoriert die Kameras, wie gesagt, macht einfach das, was ihr die letzten Wochen gemacht habt. Ich habe euch ein paar Mal gesehen. Ich weiß, dass ihr eine sehr disziplinierte Mannschaft seid, dass man euch nicht alles dreimal erklären muss, dass ihr einen richtig guten Fußball spielen könnt. Genau das wollen wir auch von euch sehen. Spaß haben dürft ihr auch. Ja? Normalerweise macht Sebastian das Aufwärmtraining, ist nicht da. Ich nehme an, Luca, du übernimmst. Dann macht euch jetzt gescheit warm, damit sich keiner verletzt. Verletzt habt ihr genug, okay? Männer, auf die. Los. Man sieht schon, man kann die Jungs laufen lassen. Die haben auch richtig Bock auf dieses Training, sind sehr diszipliniert und ziehen auch das Aufwärmen sehr gut durch. Da sind wir schon mal eine gute Basis. Der erste Eindruck ist gut. Ist ja allein schon toll, dass bei den kalten Temperaturen, wir haben jetzt 4-5 Grad, so viele Jungs heute Abend zum Training gekommen sind. Gott sei Dank regnet es jetzt mal nicht. Die haben jetzt tagelang im Regen trainiert. Aber man sieht jetzt auch, das ist gar nicht so eine große Gruppe. Man holt jetzt noch 2 Torhüter raus und dann musst du damit durch die Saison kommen. Wir haben jetzt auch ein paar Verletzte. Das ist schon ziemlich eng, also viel darf nicht mehr passieren. Ne? Das Chelsea-Trikot da hinten ist übrigens von Hazard, ja? Mein Landsmann, Hazard. Das ist der Mann, der muss nachher weniger Liegestützen machen. Ich baue jetzt hier Hütchen auf, Herr Koch, Vorsicht. Das ist, das habt ihr im Trainingsspiel auch gesehen, die klassische Abschlusssituation. Die meisten Schüsse sind von da. Leider läuft man nicht immer frei aufs leere Tor zu, deshalb von der Seite. Aus 5 Metern verfehlen wir nicht das Tor. Ihr dürft den Torhüter anschießen, er darf halten. Ihr habt gute Torhüter, die werden die meisten Bälle halten. Ihr dürft glatte Pfosten treffen, das ist alles kein Problem, auch nicht am Tor vorbei. Wer am Tor vorbei schießt, nach außen, 5 Liegestützen, kurz ärgern, Ball holen, anstellen, nächstes Mal besser machen. Okay? Und los. Stark, beide. Abschluss. So, komm, Zug, 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 außenrum. Hey, falsches Hütchen gelaufen. Jetzt bringst du es zu Ende. Ja, gut. Schön geguckt. Hey, ein bisschen Schmackes, ne?
Das ist Toni Kroos-Modus. Sauber, aber den kannst du auch halten, ne? Guten Tag, hältst du den? Heute wäre ein guter Tag, heute läuft die Kamera. Ja, sehr gut. Torhüter übrigens mit dem gelben Oberteil da. Der kommt gar nicht von hier, der kommt aus Euthen. Das ist so, sozusagen, wenn ihr mit dem Fahrrad fährst, brauchst du 20 Minuten. Der kommt fünfmal die Woche hierher. Der spielt eigentlich noch C-Jugend, also ein Jahrgang tiefer. Ist hier hoch, damit die einen zweiten Torhüter haben. Der trainiert also bei der C-Jugend und bei der B-Jugend und kommt hier entweder mit dem Fahrrad oder mit der Bahn her. Ziehe ich den Hut vor. Guter Junge. Tempo, ja, das ist Tempo. Okay, jeder noch einen Torschuss. Wenn du so nah dran bist, dann schieß nicht mehr so fest. Ne? Das willst du auch nicht, wenn du im Tor stehst. Ha! War knapp. Ist deiner, Jason, deiner? Ja, schön. So, und jetzt läufst du außen ums erste Hütchen rum. Außen rum, außen. Dann kommst du auch richtig raus, genau. Zack, zack und ab. Uiuiuiui. Fünf. Mit am besten, bis auf das letzte Hütchen. Okay, that's it. Okay, drei Dinge waren wichtig heute in dem Training. Das Allerwichtigste, dass sich keiner verletzt hat, gerade auch mit Blick aufs Wochenende. Wir hatten es ja in den letzten Wochen, dass ihr genügend Verletzte hattet. Das Zweite, dass ihr bis zum Ende durchgezogen habt, obwohl die Kameras hier gelaufen sind. Und das Allerwichtigste ist, dass ihr gezeigt habt, dass ihr Spaß am Fußball habt. Hier kriegt keiner einen Haufen Kohle dafür, dass er abends hierher kommt, bei 5 Grad zu trainieren. Ihr macht das alle, weil ihr Bock drauf habt, und das hat man auch heute wieder gesehen. Jetzt wünsche ich euch viel Glück am Wochenende beim Spiel. Ich werde auch dabei sein, werde mir das anschauen. Findorf, sind die gut? Ja, wir sind besser. Besser? Wir sind besser. Ihr seid besser? Wie hoch gewinnt ihr? Wir gewinnen 3-2. 1-0. 3-2? 2-0. 2 Gegentore? Du kassierst doch keins. 2-0. Nimmst du nicht, ja? Okay. Sonntag Findorf, Pokalspiel. Ihr habt den ganzen Winter bei schlechtestem Wetter hier trainiert. Ich wünsche euch gutes Wetter am Sonntag, dass ihr Spaß habt und dass ihr das Ding gewinnt und eine Runde weiterkommt. Okay? Anna, vielen Dank. Ciao. So, unser erstes Training hier beim SCV Block League ist zu Ende gegangen. Die Jungs haben 2 Stunden bei dieser Kälte schön knackig trainiert. Das sieht auch schon richtig nach Fußball aus, das muss man ehrlich sagen. Da sieht man, das ist eine B-Jugend, die schon viel gelernt hat auf ihrem Weg, die auch mit Gerd und Stefan ein richtig gutes Trainerteam hat, die ihnen viel beigebracht haben. Am Sonntag ist jetzt Pokalspiel. So wie die Jungs heute trainiert haben, bin ich da ganz zuversichtlich, dass sie eine vernünftige Leistung bringen. Es geht gegen Findorf am Sonntag, wir werden dabei sein. Und ich glaube, das werden sie knapp gewinnen. Bin ich doch mal ganz zuversichtlich. 3 Wochen lang werden wir diese Mannschaft jetzt hier beim SC Fahrblock Diek begleiten und auch uns noch andere Mannschaften des Vereins anschauen in dieser Zeit. Wir werden darüber in der Zeitung berichten, bei uns im Weserkurier, natürlich auch auf der Homepage. Es wird Videos geben, die ihr bei YouTube seht, bei Instagram. Und wir sind sehr gespannt, was wir in den nächsten Wochen alles noch erleben werden.